Hallo liebe Kinder, schön, dass ihr da seid. Zum Anfang möchte ich noch beten. Dazu falten wir die Hände und schließen die Augen. Lieber Gott, danke, dass wir Kinderstunde haben dürfen und dass so viele Kinder da sind, Herr. Bitte segne jetzt noch die Kinderstunde. Amen. Hallo Oma. Hallo Erik, wie schön, dass du da bist. Ja, und schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Die habe ich mit meinen Eltern selbst gepflückt. Wow, selbst gepflückte Äpfel aus dem Garten. Oh, die riechen so gut. Willst du da mal reinbeißen? Die sind so knackig. Das glaube ich dir gern, dass sie knackig sind. Ich glaube, ich koche lieber Apfelmus daraus und mache ein paar Pfannkuchen dazu. Möchtest du da mitmachen? Ja, das wird so lecker. Oh, ich freue mich auch schon drauf. Dann lass uns doch an die Arbeit gehen. Okay. Das dauert aber so lange. Oh, findest du, Erik? Hab ein wenig Geduld. Wir haben es gleich geschafft. Guck mal, du hast schon so viele Äpfel geschnitten. Und mein Teig für Pfannkuchen ist auch schon fast fertig gerührt. Gleich kochen wir alles. Und können Gott danken und essen. Oma? Ja, Erik? Warum sollen wir eigentlich Gott danken? Wir haben doch die Äpfel selbst gepflückt und die Pfannkuchen machen wir auch selbst. Was hat Gott gemacht? Ja. Gott hat doch alles wachsen lassen. Die Äpfel, das Getreide, aus dem man Mehl macht, die Birnen. Und vieles mehr. Es gibt sogar ein Fest, das man im Herbst feiert. Nach der Ernte, wenn die Ernte eingesammelt wurde, feiert man ein Fest. Und dabei dankt man auch Gott dafür. Und das Fest, das heißt... Ich weiß. Das heißt Erntedankfest. Ja, richtig. Heißt das, wir sollen Gott immer für das Essen danken? Nicht nur für das Essen. Gott sorgt für uns und wir können für viel, viel mehr Sachen danken. Fürs Essen, für Mama und Papa, für die Schuhe, für die Kleider und dafür, dass wir Kraft haben zum Laufen zum Beispiel. Boah, das ist ganz schön viel. Gott sorgt für uns und möchte, dass wir ihm auch Danke sagen. Weißt du, in der Bibel gibt es sogar eine Geschichte. Über die Ernte? Nicht ganz. Die Geschichte ist über das Danken. Komm, wir schauen uns die Geschichte an. Okay. Hier sehen wir 10 Männer. Alles war normal. Sie hatten gearbeitet und Geld verdient. Sie trafen ihre Freunde und konnten Spaß haben. Es ging ihnen gut. Es war selbstverständlich für sie, dass sie gesund waren. Aber plötzlich war alles anders geworden. Sie wurden schwer krank. Aussatz war eine Hautkrankheit. Die Haut bekam weiße Flecken. Aber das Schlimmste war, dass niemand, der Aussatz hatte, in der Stadt bleiben durfte. Die anderen Menschen hatten Angst, angesteckt zu werden. Deshalb mussten die Männer sofort die Stadt verlassen. Draußen vor der Stadt waren Höhlen oder andere Orte, in denen die Aussätzigen lebten. Sobald gesunde Menschen ihnen zu nahe kamen, mussten sie laut "Unrein!" rufen. Sie durften nicht mehr zu ihren Familien oder zu ihren Freunden. Sie durften nicht mehr nach Hause, sie durften nicht mehr arbeiten und auch nicht mehr einkaufen. Immer wieder kamen Verwandte und Freunde und brachten ihnen zu essen. Aber auch sie durften ihnen nicht zu nahe kommen. Sie stellten das Essen nur schnell ab und gingen dann wieder. Die Aussätzigen unterhielten sich oft über den Wunsch, wieder nach Hause zu dürfen. Aber wir können ja nichts machen. Wir müssen hier bleiben und es gibt keine Hoffnung auf Heilung. So jammerten sie. Sie waren traurig, denn es gab keine Rettung für sie. Das dachten sie auf jeden Fall. Genauso wie heute viele Menschen denken, es gibt für mich keine Rettung, keiner kann mir helfen. Aber das stimmt nicht. Einer kann immer helfen. Und das ist Jesus. Bisher hatten die Aussätzigen nur wenig von Jesus gehört. Ab und zu hatte jemand etwas aufgeschnappt. Jesus kann heilen. Zum Beispiel. Was ist, wenn das stimmt? Dann gibt es vielleicht doch jemanden, der uns retten kann. Überlegten sie miteinander. Als dann, einige Tage später, jemand erzählte, dass Jesus dort im Dorf war,
Da waren sie noch aufgeregter. Wir müssen unbedingt zu ihm, riefen sie. So machten sich die 10 Aussätzigen auf den Weg. Sie waren lange nicht mehr im Dorf gewesen, denn eigentlich durften sie gar nicht hierhin. Aber sie wollten unbedingt zu Jesus. Bald fanden sie ihn. Sie blieben in einiger Entfernung stehen. Sie wussten ja, sie durften nicht zu nahe an gesunde Menschen rangehen. Jesus, riefen sie. Jesus, bitte hilf uns. Jesus blieb stehen und sah sie an. Geht zu den Priestern, sagte er. Sie sollen euch anschauen. Zu den Priestern durften die Aussätzigen eigentlich nur gehen, wenn sie wieder gesund waren. Der Priester musste dann ihre Heilung bestätigen und dann galten sie erst als gesund. Danach durften sie erst wieder in die Stadt zu den anderen. Warum sollten sie denn jetzt zum Priester gehen? Aber sie vertrauten Jesus. Sie hatten schon so viel von Jesus gehört und wussten, dass er heilen kann. Deshalb machten sie sich auf den Weg zum Priester. Etwas Angst hatten sie aber doch. Was würde geschehen, wenn sie immer noch krank waren? So gingen sie los. Auf dem Weg blieb einer plötzlich stehen. Schaut euch das mal an, rief er. Meine Arme, meine Beine, meine Hände. Es ist alles wieder gesund. Ich kann sie wieder normal bewegen und die Haut sieht wie vor der Krankheit aus. Die anderen schauten ihn verwundert an. Sofort begann jeder, seine eigenen aussätzigen Stellen zu kontrollieren. Sie waren gesund, denn Jesus hatte sie geheilt. Sie jubelten und freuten sich. Ich muss sofort zu meinen Kindern, rief einer. Endlich darf ich wieder nach Hause. Ich werde erst einmal ein großes Fest für all meine Freunde feiern, rief ein anderer. Aber einer der 10 blieb stehen und war etwas ernster. Jesus hat uns gesund gemacht. Ohne ihn wären wir immer noch aussätzig und dürfen nicht zu unseren Familien. Ich möchte zuerst Jesus Danke sagen. Aber die anderen wollten schnell zu ihren Familien. Sie wollten das neue Leben genießen, das sie jetzt hatten. Geh du ruhig zu Jesus, sagten sie. Wir gehen nach Hause und feiern. So kehrte er alleine um und machte sich wieder auf den Weg zu Jesus. Dabei lobte er Gott mit lauter Stimme, so dass alle es hören konnten. Als er Jesus fand, fiel er vor Jesus nieder. Danke, danke Jesus, dass du mich wieder gesund gemacht hast. Jesus freute sich über den Dank, aber trotzdem war er etwas traurig. Wo sind denn die anderen 9? Fragte er seine Jünger. Habe ich nicht 10 Männer gesund gemacht? Dieser Mann hier ist der Einzige, der Gott die Ehre gegeben hat und zurückgekommen ist. Und er ist noch nicht einmal ein Jude, sondern ein Samariter. Was ist mit den anderen? Die anderen waren genauso gesund geworden. Sie waren genauso froh wie der Samariter. Aber sie dachten nur an sich und daran, was sie jetzt alles wieder machen konnten. Sie dachten nicht daran, Jesus Danke zu sagen. Jesus wandte sich zu dem Samariter. Steh auf und geh weiter. Dein Glaube hat dir geholfen. Der Samariter stand auf. Er war gesund geworden. Er wollte nie vergessen, wer ihn gesund gemacht hatte. Immer wollte er Jesus dankbar bleiben dafür. Jesus hat schon so viel für dich getan. Hast du ihm dafür Danke gesagt? Überlege dir doch mal jeden Abend im Bett etwas, für das du dankbar sein kannst und sage Gott Danke dafür. Thank you.
So, Erik, jetzt sind wir fertig. Das riecht so lecker. Kann ich Gott noch dafür Danke sagen? Na klar, gern. Lieber Gott, danke, dass wir hier Pfannkuchen und Apfelmus haben. Danke, dass du für uns sorgst. Amen. Amen. Nun lass uns mal das schmecken. Tschüss, liebe Kinder. Bis zum nächsten Mal. Die Bastelunterlagen findet ihr wie immer auf unserer Gemeinde-Homepage. Viel Spaß beim Basteln!